Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Christian Laxander von fototrainer.com und ich stehe hier in Hamburg auf der Fotopia, auf der Sony-Bühne. Also wenn ihr Interesse habt, guckt euch das an. Wir sind heute hier richtig cool dabei. Wir machen nämlich jetzt ein Action-Shooting. Und wir hatten ja in den vergangenen Tagen schon richtig viele Veranstaltungen. Könnt ihr im Sony-YouTube-Kanal natürlich live sehen. Heute haben wir aber einen ganz Special-Gast. Ich habe natürlich meinen Freund und Kollegen, den Stefan Gericke, dabei. Aber jetzt hast du deinen großen Auftritt. Lena kommt zu uns. Sie kommt aus Berlin und ist Diablo-Artistin. Stellst du dich bitte auf die andere Seite, dann können dich die Zuschauer auch sehen. Verdammt. Ja, perfekt. Super. Und wir haben ja heute vor, ein bisschen Action-Shooting zu machen. Das heißt, wir werden jetzt gleich dich oder euch alle mit auf das Display nehmen, werden ein bisschen was zeigen, was man mit einer schnellen Kamera wirklich anstellen kann. Und das ist natürlich ziemlich cool. Und Stefan, bevor wir jetzt damit starten, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was die Alpha 1 denn ausmacht oder was die Sachen sind, die wir heute zeigen werden. Ja. Ihr könnt gerne ruhig Platz nehmen, es wird richtig interessant. Ich verspreche es euch, wir nehmen euch mit auf das Display der Kamera. Man kann ja an dem Titel schon erkennen, dass das eine relativ große Zahl ist. Wir sind bei 1,5 Gigapixel pro Sekunde. Das heißt, wer ein wenig die Algebra beherrscht und die Sachen mal auseinanderrechnet, die Kamera hat ja 50 Megapixel. Das heißt, um auf die 1,5 Gigapixel pro Sekunde zu bekommen, muss sie tatsächlich 30 Bilder pro Sekunde machen. Und das ist natürlich die Alpha 1. Ja, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 50 Millionen Bildpunkte, 30 Bilder pro Sekunde, natürlich mit Autofokus, mit Belichtungsmessung und mit allem drum und dran. Das ist schon echt hart. Und vielleicht können wir als erstes mal ein bisschen Bildqualität zeigen. Absolut. Das und ist das Aushängeschild natürlich bei so einer Kamera. Bekannt ja von den Alpha 7 Serien, von den Alpha 9 setzt die A1 natürlich dann auch mal einen drauf. Genau, ich habe jetzt hier einfach die Kamera mal an den Fernseher angeschlossen. Ich lege auch noch schnell eine Speicherkarte für euch ein, bevor wir kurz auf das Bild gehen. Ah ja, die Speicherkarte wieder, ne? Ja, die Speicherkarte hatten wir jetzt in den letzten 4 Tagen schon immer wieder. Hintergrund, warum wir immer über Speicherkarten sprechen, ist, wir holen uns die Kamera immer live von der Theke. Das heißt, die steht da den ganzen Tag, wird benutzt und wir kriegen die hier kurz für den Vortrag und dementsprechend ist natürlich keine Speicherkarte drin. Also, ihr könnt das mit der Kamera, die wir hier in der Hand haben, auch gleich gerne mal nachmachen. Und dazu würde ich euch natürlich auch gerne auffordern. Und das Erste, was wir jetzt machen, Lena, ist, du stellst dich einfach einmal dahin und schaust mal in meine Richtung, genau. Und ich zeige euch zuerst mal, kannst du noch einen Schritt zurückgehen? Super, dann können unsere Zuschauer den Fernseher noch ein bisschen besser sehen. Und ich zeige euch jetzt zum ersten Mal hier natürlich den Fokus. Der Augenautofokus ist aktuell ausgeschaltet, ich schalte ihn mal gerade ein. Das kennt ihr schon, ich drücke den Auslöser, das Gesicht wird erkannt. Ich habe das kleine grüne Kästchen über dem Auge. Und es wird ganz einfach scharf gestellt. Das ist ja so die einfachste Sache. Das können ja ganz viele Sony-Kameras schon. Hier, das möchte ich euch auch zeigen, kann ich natürlich auch im Serienbildmodus arbeiten. Ich habe jetzt hier oben den Serienbildmodus eingestellt und ich drücke einfach mal den Auslöser und ratter mal durch. Was ihr jetzt nicht hören könnt, weil dafür ist es in der Messehalle jetzt zu laut, aber was ihr zumindest sehen könnt, ist dieser Rahmen, der blinkt. Und ihr guckt da oben mal einfach auf die Anzahl der Bilder, die ich gerade gemacht habe. Es waren weit über 100. Kein Scherz, ich habe wirklich so viele Bilder gemacht und wir können uns das natürlich auch anschauen. Ich kann die mal durchblättern, deswegen habe ich mich übrigens auch extra ein bisschen vor und zurück bewegt, damit ihr seht, das ist nicht ein Bild, was ich euch zeige, sondern es sind wirklich unterschiedliche Bilder. Ne? Und es war in RAW und JPEG fotografiert, also von daher richtig cool. Ich mache es nochmal, dass ihr es sehen könnt. Jedes Mal, wenn dieser graue Rahmen blinkt, macht das Ding ein Bild. Ja? Und ihr könnt auch schon sehen, wie schnell der Fokus ist. Jetzt ist das hier ein 35 mm 1.4, das ist das Objektiv, was ich gerade habe. Das habe ich mich dafür entschlossen, das jetzt zu verwenden, weil wir werden natürlich gleich noch viel mehr Action sehen und uns das mal live anschauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit. Ne? Und wir starten mit dem vor dem Körper und dem Echtzeit-Tracking. Ich nehme euch erstmal mit in die Einstellung, ich schalte den Augenautofokus dafür einmal aus und mache jetzt noch eine Kleinigkeit. Ich möchte nämlich einmal, dass wir Objekte nachverfolgen. Und vielleicht, Stefan, kannst du dich einmal kurz hinstellen und ich zeige mal die Einstellung als erstes. Und ihr könnt dann gleich gucken, wie wir es in Action machen. Ich gehe hier in meinen Fokus-Feldeinstellung einfach nach ganz unten und dann steht da Tracking mit dem Fix in der Mitte. Und Stefan, kannst du vielleicht einmal die Hand nach hier halten? So. Ach, das ja, ja, das meine ich. Das hatte ich mit ihr noch nicht abgesprochen, deswegen mache ich das jetzt schnell mit Stefan. Das ist zum Zeigen ein bisschen schneller. Ich wähle mein Motiv mit dem roten Fokusfeld aus, drücke den Auslöser und jetzt wird im Prinzip das Objekt nachverfolgt. Das heißt, ich habe jetzt die Hand markiert, ja, die Kamera merkt sich die Entfernung, die Farbe und das Muster der Hand. Und wenn Stefan jetzt die Hand mal bewegt, mach mal langsam, ein bisschen schneller darfst du. Und jetzt mach mal richtig schnell.
Ja, ihr seht, quasi die Kamera hält den Fokus auf dem Objekt. Und jetzt ist das mit einer Hand und mit Stefan natürlich nicht so schön anzuschauen, beziehungsweise nur eine Demo für euch, damit ihr wisst, was ihr einstellen müsst. Wir machen das jetzt mal live und ich kann euch schon verraten, wir hatten ja gestern Nina da mit Fußball. Und einen Fußball zu tracken hat super gut funktioniert. Was Lena hier macht, ist extrem viel schneller. Das ist wirklich, wirklich hart. Achtet da mal drauf. Und das werden wir jetzt versuchen, das mal perfekt zu tracken mit der Alpha 1. So, du stellst dich am besten hier hin, genau. Ja, da ist super. Ich möchte jetzt in dem Fall den grauen Hintergrund haben. Das finde ich ein bisschen besser als den Fernseher im Hintergrund. Und wir haben schon abgesprochen, dass ich Sie bitte, heute am Anfang etwas langsamer zu machen, damit ich das Objekt schneller finde, ne? Weil sonst habe ich hier keine Chance, weil ich ja auch auf den Fernseher gucken muss und hier nichts auf meinem Display der Kamera sehe. So, und ich gehe jetzt absichtlich so ein Stückchen hier runter. Wir markieren einen, der, kannst du einmal anhalten? Ja, perfekt, so. Und jetzt fangen wir einfach an. Oh, hat jetzt in dem Fall nicht perfekt geklappt. Ich habe den Auslöser kurz losgelassen, macht aber nichts. Ich suche mir einen neuen. Ja, mach nochmal. Das Halten für mich ist natürlich super. Genau, und jetzt einfach nochmal mit Bewegung. Und ihr seht, der wird hier nachverfolgt. Oh, jetzt war er zu weit unten. Ich habe die Kamera falsch gehalten. Ich versuche mal selber einen zu finden, damit ihr seht, das geht auch. Ja? Und guckt euch das einfach an, was die Kamera hier macht. Und jetzt kann ich hier Bilder schießen und die Kamera trackt quasi die Bewegung nach. Guckt euch das an. So, sucht mal eine andere Kamera, die das kann. Ihr werdet keine finden. Das ist total krank. Ja? Und natürlich gucken wir uns das auch an. Ja, ihr seht es hier, ich blätter die Bilder mal durch. Ich hatte übrigens eine kurze Verschlusszeit eingestellt. 640. Wahrscheinlich hat es nicht gereicht, um es perfekt scharf zu bekommen, weil dafür ist die Bewegung echt noch zu schnell. Aber guckt es euch an, das sind die Bilder, die wir gerade gemacht haben. Und in echt sieht es übrigens besser aus als auf dem Fernseher, also guckt nicht mehr dahin. Ja. Das ist halt richtig cool. Ja, und ihr seht hier, die drehen sich so schnell, dass wir noch Bewegungsunschärfe haben. Am Seil kann man sehen, die Schärfe ist perfekt getroffen. Die spinnen so schnell, dass ich jetzt hier eine 4000stel Sekunde oder noch kürzer nehmen müsste. Und das ist Echtzeit-Tracking in Sony-Kameras. Ich bin ehrlich zu euch, das Tracking ist nicht bei allen Kameras gleich. Bei der Alpha 1 ist es natürlich etwas besser. Aber selbst wenn ihr eine Alpha 6600 habt oder eine Alpha 7C, auch die kann Echtzeit-Tracking und ihr könnt es damit umsetzen. Wir machen das nochmal. So. Und jetzt versuche ich wieder, das Ganze einzufangen. Und ihr seht schon, wenn ich das hier so versuche, dann wird es extrem schwierig für mich. Also ohne, dass sie anhält, habe ich eigentlich kaum eine Chance. Mach ruhig, ja. Mach ruhig. Ja, und ich muss ein bisschen aufpassen, dass der nicht aus dem Bild verschwindet und ich den Auslöser natürlich nicht loslasse, weil das ist super, super schnell. So, da haben wir. Ah, jetzt ist er auf dem Arm hängen geblieben. Ja. Genau, kannst du nochmal vorm Körper machen? Genau, ja. Und jetzt versuche ich nochmal einen zu fangen. Ah, der Delay hier auf dem Fernseher macht mir ein bisschen zu schaffen, weil wir haben natürlich eine kleine Verzögerung. Ne? Wir gehen ja durch viel Elektronik, bevor ich das Bild sehe. Die Kamera hat nämlich einen Echtzeitsucher. Und wenn ich jetzt durch den Sucher arbeiten könnte oder das Display, dann wäre es ein bisschen schneller. Weil wenn ich drücke, ist es meistens schon einen Tick zu spät, weil das Bild eben hier durch die ganze Elektronik noch laufen muss. Aber ihr seht, wie gut das Ganze funktioniert. Jetzt ist das nicht alles, was wir euch zeigen wollen, sondern wir wollen euch ja noch ein bisschen zeigen, wie der Augenautofokus funktioniert. Und deswegen schalte ich den jetzt einmal wieder an. Ja? Und wir machen jetzt die Sache, du kannst auch wieder ein Stückchen darüber gehen, dann habe ich ein bisschen Platz auf der Bühne, dass du das Ganze vor dem Gesicht machst. Ne? Hatten wir vorhin abgesprochen. Und ich schalte jetzt hier in dem Fall das Tracking einfach mal aus. Das brauchen wir jetzt nicht. Und ihr seht, wenn ich den Auslöser drücke, wird das Gesicht erkannt. Und fangen euch einfach an. Ja? Wir haben absichtlich jetzt so ein Motiv gewählt, wo ihr einfach seht, da haben wir eine Hand vorm Gesicht, da kommt dann Diablo, da bewegt sich was schnell, trotzdem bleibt der Fokus die gesamte Zeit auf dem Auge. Ich habe ja gerade gesagt, ich möchte genau das haben. Und guckt euch einfach an, wie perfekt hier der Fokus sitzt. Ich mache mal eine ganze Serie Bilder und wir gucken uns die mal an. Kannst du ruhig einmal kurz Pause machen, dann können wir hier gerade einmal die Bilder durchblättern. Ja, so da, guck mal, mit dem Glanz der Farbe im Auge. Ja, da kann man übrigens die Spiegelung im Auge sehen, nochmal, 35 mm 1,4 bei Offenblende. Ja, ihr habt es gesehen, in welchem Action-Shooting, so sieht das Ganze dann aus. Und ich kann auch mal gerne zum nächsten Bild blättern und zum nächsten Bild blättern und zum nächsten Bild blättern und zum nächsten Bild blättern. Ich mache es mal kleiner, dann seht ihr auch, was sich geändert hat, weil nur am Auge sieht man es natürlich nur leicht. Wir haben hier quasi die komplette Action perfekt eingefangen. Ich weiß, der Hintergrund hier auf der Bühne, der ist nicht perfekt. Ja? Aber wir haben halt nur eine kleine Bühne.
Trotzdem wollten wir euch zeigen, was man mit so einer Kamera anstellen kann. Und das zeigt so ein bisschen, warum vielleicht viele Bilder pro Sekunde manchmal doch richtig praktisch sind. Und ich spreche jetzt über das, was oft verkannt wird. Natürlich wird eine Alpha 1 immer mit Tierfotografie, mit Sportfotografie verbunden. Ja? Weil da geht es ja um schnelle Bewegung. Aber wenn ihr eine Hochzeit fotografiert, dann gibt es auch Momente, wo eure Kamera besser schnell ist. Stellt euch mal vor, ihr macht Ringübergabe. Und wenn die Kamera hier 30 Bilder macht statt 10 Bilder pro Sekunde, ne? Ihr drückt natürlich nicht hier Dauerfeuer, so wie ich, sondern nur einmal ganz kurz. Also das reicht ja schon. Dann habt ihr halt eure 7, 8 Bilder. Mit einer anderen Kamera habt ihr aber nur 2. Und wenn die Braut da gerade die Augen zu hat, dann habt ihr Pech gehabt, dann habt ihr kein schönes Foto davon. Hier habt ihr 6 oder 7 Bilder, die Chance, dass ihr einen Treffer habt, ist viel, viel, viel höher. Und genau das ist das, was diese Kamera eben ausmacht. Stefan, wollen wir noch was machen? Sollen wir ein bisschen weitwinkliger arbeiten? Ein bisschen weitwinkliger, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall. Also das schöne 14er, ich glaube, der Stefan hat heute gerade zugeschlagen. Er hat das vorletzte bei Calumet weggegriffen. Der Stefan Liebermann, der hier vorher war für den Stream, der hat gerade mit mir darüber gesprochen. Jetzt muss ich eigentlich eine Geschichte dazu erzählen, wenn du das so erzählst. Ja, los. Also, der Stefan Liebermann ist ja Filmemacher und Landschaftsfotograf. Und der sagt mir zu mir, ich weiß nicht, kaufe ich das? Und der war so begeistert hier am Stand, dass er jetzt gerade losgelaufen ist und sich eins gekauft hat. Ich habe das vor ungefähr 4 Wochen gemacht. Ist kein Scherz. Ich habe mit dem Objektiv einen Tag mit dem Stefan hier zusammen gedreht. Und habe direkt am ganzen Tag die ganze Zeit gesagt, ich brauche so ein Objektiv, brauche so ein Objektiv. Abends habe ich es bestellt und inzwischen habe ich mein eigenes. Ist unglaublich. Und da du der Weitwinkeltyp von uns beiden bist, genau. Darfst du jetzt eins hast. Ich habe jetzt auch eins, ich benutze es aber hauptsächlich zum Film, nicht so sehr zum Landschaften fotografieren, würde ich sagen, mach du doch mal ein paar Actionfotos. Magst du einfach noch ein bisschen Bewegung zeigen, auch wie genauso wie eben, ich gehe lieber von der Bühne nachher. Kommst du hier vorne an die Stelle, geht das noch? Sehr gut. Ah, perfekt. Dann kann ich den Fernseher so ein bisschen ausblenden und vielleicht unsere... Und ich versuche jetzt extrem nah heranzugehen. Oh, super. Ich versuche jetzt extrem nah heranzugehen, weil das halt diese schöne Unschärfe Hintergrund bringt. Guido, kannst du ein Stück weiter weggehen und Tele nehmen? So. Und ich versuche Sony auch mit ins Boot zu holen und hinten die Schriftzüge zu behalten. Ja, und ihr seht, mit so einem Weitwinkel kann man natürlich ungewöhnliche Perspektiven wählen. Vielleicht kannst du auch mal von ganz unten. Kannst du es einmal ganz nach oben machen, wenn ich von ganz unten. Ja, guck dir das erst da an. Ein bisschen nah dran. Mach einfach immer das Gleiche. Das passiert natürlich auch ab und zu mal. Jetzt kannst du aufhören, danke. Also, wir müssen einmal kurz die Speicherkarte formatieren. Ach, mach du ruhig. Guck, was passiert ist. Speicherkarte voll. Wir gucken erstmal die Bilder an, bevor ich sie formatiere. Okay. Was daraus geworden ist. Und das sind halt so phänomenale Perspektiven, ne? Wo alles mit drauf ist, wo du die Halle komplett fast mit sehen kannst, wo die Diablos in der Mitte nach oben fliegen. Ja, aber guckt euch mal hier unten den Transfer an. Hier ist er ja wirklich super nah dran. Das ist 14 mm. Ich muss dann so nah an die Optik, um das überhaupt hinzubekommen. Ja? Da kann man schon richtig tolle Sachen mitmachen. Und das ist ja auch genau das, was wir euch mitgeben wollen. Wir wollen euch so ein bisschen zeigen, wie könnt ihr mit so einer Kamera richtig interessante Perspektiven nutzen, wie könnt ihr richtig tolle Fotos machen. Und die Technik ist eigentlich nebensächlich, weil die unterstützt euch nur dabei, solche Sachen machen zu können. Natürlich höre ich ganz häufig, aber das kann man doch auch alles ohne Autofokus machen. Könnt ihr, dann sitzt ihr aber hier 3 Stunden, um nachher nur ein Foto zu bekommen. Und ich kann das hier in 2 Minuten machen. Ne? Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, wir können dann einfach viel, viel mehr interessante Bilder, Perspektiven damit umsetzen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und wichtig ist immer das Drumherum. Ne? Wenn Elena jetzt zum Beispiel auf einer schönen Felsklippe genau das performen würde und du würdest so einen super Weitwinkel haben, das sehe ich so vor mir. Der Stefan hat schon wieder die Bilder im Kopf. Ja, ja, genau. Und das musst du auch haben. Und genau das ist das Wichtige, dass du dich auf die Bilder im Kopf konzentrieren kannst und das Gerät dir die Freiheit gibt. Jetzt gibt es aber noch eine Sache. Und jetzt machen wir den Part mit dem Video, Elena, damit du schon mal weißt, worum es geht. Die Kamera kann ja auch richtig toll Videos aufzeichnen. Wir können 4K-Video aufzeichnen mit 24, 25, 30, 50, 60, 100 oder sogar 120 Bilder pro Sekunde. Und das ist natürlich super. Da wir aber für den Stream so oder so nicht mehr als Full HD ausgeben, werden wir heute die Full HD-Version im Video nutzen und dann mit 200 Bildern pro Sekunde arbeiten. Das heißt, wir werden nachher das Video oder jetzt gleich mit 200 Bildern pro Sekunde aufnehmen, aber natürlich nur mit 25 abspielen. Das heißt, alles ist 8-mal
quasi langsamer als in Echtzeit. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ist das natürlich super interessant. Und dafür wechsle ich nochmal das Objektiv. Genau. Das habe ich vorhin mit der Lena schon einmal probiert. Ich will die 8 nochmal kurz aufgreifen. Ne? Die Kamera kann natürlich auch 8K. Und gerade für euch Leute draußen im Stream, es ist super interessant, 8K im YouTube zu nutzen, weil du automatisch höher gerankt wirst, wenn du ein 8K Video benutzt. Gestern gerade nochmal drüber gesprochen und da ist es mir wieder eingefallen, so ja klar, genau deshalb braucht man 8K und ein 8K-Video. Inzwischen gibt es auch 8K-TVs und das ist so wie beim 4K anfänglich, das fängt langsam an, aber wenn du jetzt schon anfängst damit zu produzieren, ja. So, ich zeige nochmal ganz kurz die Einstellung. Unsere Kamera steht jetzt oben, könnt ihr das sehen, auf 4K-Video, ja. Und hier kann ich dann jetzt wählen, ob ich zum Beispiel mit 25, 50 oder 100 Bildern pro Sekunde filmen möchte. Wenn ich aber, und das habe ich euch ja gerade angekündigt, auf HD gehe, dann habe ich hier die Möglichkeit, eben mit diesen beiden oder mit den Frequenzen auch zu arbeiten. Aber in der Zeitlupe-Funktion, das ist das, was wir heute nutzen wollen, da kann ich dann hier die 200 Bilder auswählen. Das heißt, die obere Zahl, die sagt mir, wie viele Bilder pro Sekunde sollen gespeichert werden, in dem Fall 25. Und wie viele Bilder pro Sekunde möchte ich aufnehmen, in dem Fall 200. Und wir haben ja was Kleines vorbereitet, das machen wir jetzt einmal. Wir starten einfach mal mit dem Spinning am Anfang. Stellst du dich wieder hier rüber? Finde ich vom Hintergrund einfach schöner als den Fernseher. So, und ich muss, oh, sorry, eine Sache habe ich vergessen. Wir müssen natürlich die Speicherkarte formatieren, sonst klappt es nicht mit dem Video, ne? Das ist klar. So, dauert einen ganz kleinen Moment. Und wir haben uns übrigens absichtlich für das Diabolo entschlossen, weil da sind natürlich LEDs drin. Ne? Deswegen leuchtet das so schön. Und das werdet ihr auch gleich richtig schön sehen, warum wir das gemacht haben. So, mach ruhig einfach. Starte, genau, am besten vor dir. Und ich starte. Oh, Moment. Ja, ich mach. Gar kein Problem. Ja. Jetzt hätte ich den Fokus vorher anders legen sollen, aber. So, genau. Wir machen noch einmal. Ich schalte den Augenautofokus noch aus, gib mir eine Sekunde, weil ich möchte jetzt nicht, dass der Fokus aufs Auge springt. Ich kann das immer umgehen, indem ich jetzt zum Beispiel die Kamera einfach anders halte, aber dann anders finde ich schöner. Bist du bereit? Ja. Ja, muss man bei mir immer fragen, ne? So, nehmen wir auf und ihr seht, das läuft hier in Echtzeit. Ihr könnt so ein bisschen sehen und jetzt gleich ist es vorbei. Zack, gucken wir uns natürlich an. Wir gehen einmal in die Wiedergabe und spielen es einfach mal ab. Hier seht ihr übrigens nochmal die Einstellung. Video hat 25 Bilder pro Sekunde. Mit 200 wurde es aufgenommen. Achtfache Zeitlupe. So. Und jetzt wird es ja gleich immer langsamer. Und immer langsamer. Und jetzt kann man was sehen, was man sonst mit dem Auge eigentlich nicht sieht. Nämlich die einzelnen LEDs. Ne? Wenn wir das mit dem Auge gucken, dann ist das ja ein gleichmäßiger Strich, den ihr seht. Vielleicht kannst du es auch live nochmal parallel machen, dann können wir uns das nochmal anschauen. Guckt es euch mal an, ob ihr das sehen könnt, so wie die Kamera das sieht, mit den einzelnen LEDs. Hm, sieht anders aus, ne? Und da wird es, ihr seht es, immer langsamer und immer langsamer und immer langsamer. Das ist natürlich was ganz anderes und so hast du es wahrscheinlich auch noch nie gesehen, weil so langsam geht das in echt natürlich nicht. Ne? Gut, machen wir das Ganze mit ein bisschen mehr Action. Jetzt machen wir die Bewegung und wir bleiben natürlich bei den 200 Bildern pro Sekunde. Wir machen das, was genau mit dem, ja perfekt, so, ich nehme das wieder auf. Wundert euch übrigens jetzt nicht, ich muss jetzt natürlich ein bisschen zurück und ich gucke mal, dass ich den Bildwinkel, macht euch einfach, Aufnahme läuft, so. Wir haben vorher besprochen, wir machen ohne Stick, genau. So, ah, so gefällt es mir noch besser vom Bildaufbau, dass wir oben die orange Linie weg haben. Und Dankeschön. Ich habe jetzt 12 Sekunden aufgenommen. Ne? Unser Video, was nachher rauskommt, ist natürlich 8-mal so lang. Also von daher, wenn wir das jetzt ganz anschauen, werdet ihr merken, okay, da passiert was. So, liebe Kamera, spiel es einmal ab. Perfekt für Bewegungsanalysen, ja. Und das war ja noch der Start, da war der Bildwinkel auch noch nicht perfekt. Das ändern wir gleich, da sieht man, wie du den Stick loslässt, wie er schön schwingt. Sehr gut. Und gleich wird auch das Bild noch mal ein bisschen besser, weil der Bildausschnitt hier anders ist. So, wichtig für euch zu wissen ist, wenn ich das jetzt so aufnehme mit der S- und Q-Funktion, dann speichert die Kamera das wirklich schon verlangsamt.
Ihr habt aber auch schon gemerkt, wir haben jetzt hier keinen Ton. Wenn ihr jetzt aber mit der normalen Filmfunktion aufnehmt, dann könnt ihr ja auch mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen, dann hättet ihr Ton. Nachteil, dann läuft es in Echtzeit, dann habt ihr diesen Slow-Motion-Effekt nicht, dann müsst ihr am Computer das Ganze verlangsamen. Die Sony-Kameras lassen immer beides zu und die Frage ist jetzt, was man braucht. Ja, wenn ich auf einer Location bin, so wie hier, und ich sage, ich will euch das zeigen, dann lasse ich das direkt von der Kamera machen. Das heißt, ich muss meinen Computer nicht bemühen, ich muss keine Daten überspielen und ich bekomme sofort ein fertiges Ergebnis, was man hier halt einfach zeigen kann. Ja? Keine Arbeit zum Rechnen, vom Smartphone oder vom Computer und ich kann es eben sofort nutzen. Wenn ihr sagt, ich will aber das gezielter steuern, ich will das vielleicht noch rampen, also die Geschwindigkeit anpassen, dann könnt ihr über den Computer die volle Leistung nutzen. Es hängt so ein bisschen davon ab, was ihr haben wollt. Viele Profis machen das mit S und Q, steht für Slow und Quick Motion, also Zeitlupe, Zeitraffer. Und dann kann ich eben solche Sachen hier live machen. Okay, jetzt habt ihr eine ganze Menge gesehen. Magst du uns noch was Schönes zeigen? Stefan, was können wir noch machen? Was fällt dir noch ein? Wir haben Bildqualität gemacht, wir haben Autofokus, wir haben Augenautofokus, wir haben Echtzeit-Tracking. Und Slow Motion. Und Slow Motion. Also ich denke, das ist eine ganze Menge und also für mich würde das völlig ausreichen. Ich würde sagen, wir machen noch ein kleines bisschen Show. Du darfst noch mal zeigen, was du kannst und darfst auch vielleicht auch noch mal hochwerfen und noch ein bisschen Spaß haben auf der Bühne. Ja. Das mit dem Hochwerfen haben wir probiert, ist für mich unmöglich. Ich schaffe es nicht, das zu verfolgen mit der Kamera. Ja? Das heißt, das genießt ihr jetzt einfach live und das werde ich jetzt in dem Fall hier nicht fotografieren. Schaffe ich von da vorne oder bühne ich. Und ich gehe mal lieber ein Stück zur Seite. Genau, und wer darf es nachher auch mal nachmachen? Wer möchte? Ich habe ja bei Nina immer schon gesagt, ich kann nicht Fußball spielen, das kann ich auch nicht. Das geht gar nicht. Könntest du deinen Kiddies zeigen? Ja, da wird richtig. Wir können ja zumindest noch ein paar schöne Fotos machen. Oh, sehr gut. Ich kann es nicht lassen, ne? Ich mache trotzdem noch ein paar Fotos. Ja, cool. Das hast du mir vorhin gar nicht gezeigt. Ja, du hast ja nicht danach gefragt. Genau, ich habe nicht danach gefragt. Nein, nein, alles super, alles super. Schlagfertig ist sie ja auch noch. Ach, die Mädels bei uns auf der Bühne, Stefan, ich sag dir es. Die machen mich fertig. Du. Ja, mach ruhig. Nicht nur auf unserer Bühne, überall. Das Schöne ist, ich habe den Moment halt immer dabei. Ne? So, da sieht man nichts und dann kann ich einfach blättern und sage, ah, guck mal da. Das war ja richtig cool. Ich wollte abbrechen, oder? Ja. Also. Ich sag ja, sie kann richtig viel und ich habe vorhin schon ein kleines bisschen was gesehen und ich würde sagen, wir sind soweit durch. Großen Applaus für Lena. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was gelernt und ich sage es bei allen meinen Workshops und ich sage es auch hier auf der Bühne, ich möchte nicht, dass ihr mir auch nur irgendetwas glaubt. Ich möchte, dass ihr gleich an den Stand geht, die Kamera in die Hand nehmt und es selber ausprobiert. Und alle, die im Stream zuschauen, ich weiß, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, hier mal schnell an den Stand zu gehen. Geht zu eurem Fotohändler und probiert das vor Ort aus. Ja, da oben stehen zwei Kameras, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, die haben wir auf dem Container ein bisschen versteckt. Nutzt da die Möglichkeit und nochmal, glaubt uns das nicht, dieses Echtzeit-Tracking gibt es seit 2019 und das ist in allen Kameras, in der Alpha 6100, in der 6400, in der 6600. Es ist in der 7C drin, es ist in der Alpha 7R4 drin, natürlich in den Alpha 9ern und in der Alpha 1. Also ihr seht, alle ganz neuen Kameras haben eben diesen Vorteil und können diese Geschwindigkeit nutzen. Und nochmal, probiert es aus, gerade mit den neuen Objektiven macht es richtig Spaß. Jetzt habe ich genug gequatscht. Wir sind raus und wir sehen uns ja auch bald wieder. Und du wirst nachher heute auch noch mal öfters dabei sein. Wir blenden euch gleich das Timetable ein und dann könnt ihr auch gerne natürlich noch mal kommen und natürlich auch selber Fotos machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.